Hallihallo, eine weitere Episode meines Aussagenlogik-Tutorials. In dieser Episode geht es um die sogenannten Aussageformen. Zunächst mal, was ist eine Aussageform? Eine Aussageform ist irgendein mathematischer Ausdruck, zum Beispiel einfach mal zunächst a plus b gleich c. Dieser mathematische Ausdruck hier hat zunächst aber also man kann nicht feststellen, ist der jetzt wahr oder ist der falsch. Ja? Wir können nicht sagen, ob der wahr oder falsch ist, weil wir nicht wissen, was A, B und C sind. Und genau das ist eine Aussagenform. Eine Aussagenform ist sozusagen eine Aussage mit mindestens einer Variablen, wo wir eben irgendwas einsetzen müssen. Und da wird dann eben aus der Aussagenform wirklich auch erst eine Aussage, wo wir eben rausfinden können, hey, das ist wahr oder hey, das ist falsch. Machen wir zum Beispiel also einfach mal a ist gleich 2 und b ist gleich 3, dann müsste c gleich 5 sein, dann wäre das Ganze wahr. Wenn wir jetzt sagen, c ist gleich 4, dann wäre die Aussage wieder falsch. Also wir können Aussagen bilden aufgrund dieser Aussageform, die wir hier oben eben uns gemacht haben. Gut, eine Aussagenform schreiben wir in der Regel, also wir sagen jetzt einfach mal, das hier ist unsere Aussageform, dann schreiben wir a und dann in Klammern a, b, c. Das drückt aus, von welchen Variablen unsere Aussagenform denn abhängig ist. Also man spricht da dann a von a, b und c. Also genauso spricht man es aus. Das gleiche könnte man dann eventuell, also wenn es nur eine Variable gibt, dann eben auch a von x nennen, wenn man das dann will. Gut. Also wie gesagt, eine Aussage hat zunächst mal, eine Aussagenform hat zunächst mal keinen Wahrheitswert, sondern erst wenn wir da eben was einsetzen. Was wir auch machen könnten, ist zum Beispiel eine zweite Aussagenform, zum Beispiel a mal 3 gleich d. Und dann könnten wir machen, zum Beispiel das hier wäre jetzt unsere Aussagenform b von a und d. Dann könnten wir die beiden theoretisch verknüpfen. Also wir könnten dann sagen, zum Beispiel a von 2 3 und 5 und b von 2 und 6. Das wäre dann eben ein wahrer Ausdruck. Also wir können die auch schachteln, wenn wir wollen. Wir können auch zum Beispiel eben einfach sagen c von a, b, c. D ist das gleiche wie A von A, B, C und B von A und D. Also könnten wir so im Prinzip auch ausdrücken. Wir können also Aussageformen genauso wie Aussagen an sich schachteln mit den ganzen Verknüpfungen, die wir eben haben. Gut, das war's wieder zu dieser Episode. Ich hoffe, es hat wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal.